위대한 용도사 김성일 동지를 모시고 조선인민군 야구로 종합기리병 세 휘어러 게노세 김종일 게니랄 세크리티아 디 아파타이 디 아우바이트 코리아스 포지센 더 데스피아 다리궁스 코미테이스 디아 디모카테신 폴크스 레퍼블릭 코리아 운 오버 비벨 사보 디아 코리아니신 폴크스 아미 원테 아이노 에어 에프룸스 파이어 데스 슈포탈린 콤플렉스 디아 코리아니신 폴크스 아미 바이 디아 슈포탈린 콤플렉스 밋 아이노 기삼트 바우 플래시 폰 치르카 10.000 쿼드라트메타 이스 아인 모디아니스 바우베악 Das über Sporteinrichtungen, wo verschiedene Wettkämpfe ausgetragen werden können, kulturelle Wohlfahrtseinrichtungen und alle nötigen Zuschauerbedingungen verfügt. Als Kim Jong-il an dem Ort erschien, wo die Eröffnungsfeier stattfand, brachten die Teilnehmer der Veranstaltung ihm die größte Ehre und den herzlichsten Dank dar und begrüßten ihn ganz stürmisch. An der Eröffnungsfeier beteiligten sich die verantwortlichen Funktionäre der Partei und bewaffneten Organe wie Kim Jong-un, Mitglieder der Zentralen Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas, ein Abteilungsleiter des Verteidigungskomitees und der Sportminister der TVRK, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und die Sportler der Armee. In der Eröffnungsfeier hielt der Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Kim Yong-chun, Mitglied des Politbüros des ZK der PDAK, Stellvertreter des Vorsitzenden des Verteidigungskomitees und Minister für Volksstreitkräfte der TVRK eine Eröffnungsrede. Der Redner verwies darauf, dass der hochverehrte Oberbefehlshaber Kim Jong-il moderne Sportanlagen und Geräte geliefert, die Sportler unter seine fürsorgliche Obhut genommen und ihnen große Wohltaten erwiesen habe. Weiter betont er, Kim Jong-il habe talentierte Konstrukteure und starke Baukräfte geschickt und die nötigen Materialien zuallererst zur Verfügung gestellt. So habe man knapp in einem halben Jahr den Sporthallenkomplex ausgezeichnet errichtet und dadurch ein Wunder vollbracht. Alle Sportler der Volksarmee sollen getreu dem Vorhaben Kim Jong-ils, der sie als Pfeiler und Kern für die Sportentwicklung des Landes hingestellt habe, eine heftige Bewegung entfalten, in der sie die TVRK in eine berühmte Fußball- und Sportnation verwandeln und dadurch mit Goldmedaillen die Würde und Ehre des Songun Korea zur Schau tragen. Kim Jong-il besichtigte das Äußere und Innere des Sporthallenkomplexes, äußerte dabei seine große Zufriedenheit damit, dass die Armeeangehörigen in kurzer Zeit ein neues, großartiges Bauwerk herrlich errichtet haben und schätzte ihre stolzen Heldentaten hoch. Nach der Eröffnungsfeier schaute er zusammen mit den verantwortlichen Funktionären, die ihn begleiteten, einem Eröffnungsspiel zwischen den Sportclubs der koreanischen Volksarmee zu. Kim Jong-il hob hervor, die Entwicklung des Sports sei von überaus großer Bedeutung dafür, durch die erfolgreiche Beschleunigung des revolutionären Kampfes und des Aufbaus die Macht des Landes zu verstärken und die Freundschaftsbeziehungen zu vielen Ländern der Welt zu pflegen. Dann stellte er die programmatischen Aufgaben, die als Richtschnur dazu wirken, den Sport des Landes rapid zu entwickeln. 연설자는 오보이 수령님의 탄생 백돌 시대는 2012년을 향해 온 나라가 폭풍전에 해달리는 시대의 폭탄 숨결에 발맞춰 훈련장과 경기장마다에서 사상전, 투지전, 속도전, 기술전을 힘있게 벌임으로써 모든 체육 종목들을 세계적 수준으로 끌어올릴 때 대한 당의 의도를 결사 관철해야 한다고 지적했습니다. 김성일 동지께서는 웅장화려하게 건설된 종합체육관의 외부와 내부를 보시고 군인 건설자들이 조선은 결심하면 한다는 구호를 높이 받들고 대중적 영주의와 창의창발성을 발휘하여 짧은 기간에 선군시대 요구에 맞는 또 하나의 위대한 창조물을 훌륭히 일조세운 데 대하여 커다란 만족을 표시하시면서 그들의 자랑찬 위훈을 높이 평가하셨습니다. 경애하는 장군님께서는 개관식이 끝난 다음 동행한 책임 일꾼들과 함께 조선인민군 체육단들이 진행하는 개관 경기를 관람하셨습니다.
경기에 참가한 선수들은 우리 당의 체육 방침을 높이 받들고 평시에 꾸준히 연마해온 기술을 남김없이 발휘함으로써 훌륭한 경기 장면들을 펼쳐보였습니다. 김종일 동지께서는 체육을 발전시키는 것은 혁명투쟁과 건설사업을 성과적으로 추진하여 나라의 위력을 강화할 뿐 아니라 세계 여러 나라들과의 친선관계를 강화하는 데서 매우 중요한 의의를 가진다고 하시면서 나라의 체육을 급속히 발전시키는 데서 지침으로 되는 강령적인 과업들을 제시하셨습니다.